Schlittschuhlaufen, Leckereien und geselliges Beisammensein. Das bietet der Vechter Weihnachtsmarkt noch bis zum 30. Dezember. In diesem Jahr rückte der Tannenbaum noch stärker in den Mittelpunkt. Mit seiner Beleuchtung beginnt traditionell der Weihnachtsmarkt. 3, 2, 1. In diesem Jahr bildet der Markt ein kleines, weihnachtliches Dorf im Herzen Vechtas. Er bietet mehr Platz und bildet eine größere Einheit. Erstmals steht zwischen Propsteikirche und Bücherei eine 225 Quadratmeter große Eisbahn. Tagsüber können sich hier Schulklassen und Kinder tummeln. Abends gibt es die Möglichkeit zum Eisstockschießen. Bei Interesse einfach im Netz unter otto-kühling.de melden. Ein Besucher wurde zum Start des Weihnachtsmarktes aber sehnsüchtig erwartet. Der Traditionell sammeln er und seine Helfer die Stiefel der Kinder ein. Moin Vechter führt diese anschließend mit kleinen Überraschungen. Und ab dem 6. Dezember stehen die Stiefel in allen Schaufenstern in Vechter. Dann könnt ihr sie wieder abholen. Der Vechter Weihnachtsmarkt bietet zudem immer mittwochnachmittags Puppentheater, an den Adventssonntagen Karussell-Freikarten und für Erwachsene gibt es eine Afterwork-Weihnachtsparty mit dem Kolping-Orchester sowie ein Platzkonzert mit den Sprengepiel-Pipers. Das vollständige Programm findet sich im Internet unter vechter.de. Der Weihnachtsmarkt hat von Montag bis Samstag zwischen 11 und 22 Uhr und sonntags ab 12 Uhr geöffnet. Außer am Toten Sonntag, an Heiligabend und am ersten Weihnachtstag.